Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Proklamation in London. Charles III. Zum König ernannt. Ein eigens zusammengerufener Rat hat ihn in einem formalen Akt im Londoner St. James Palast offiziell bestätigt. Anschließend wurde die Proklamation vom Balkon des Palastes verlesen. Charles war bereits mit dem Tod seiner Mutter vor 2 Tagen automatisch König geworden. Der Termin für die Krönung steht aber noch nicht fest. Außenministerin Baerbock in Kiew. Zum 2. Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs ist die Ministerin in der ukrainischen Hauptstadt zu Besuch. Sie sei nach Kiew gereist, um zu zeigen, dass sich die Menschen dort weiter auf Deutschland verlassen könnten, so Baerbock. Selenskyj meldet Rückeroberung zahlreicher Ortschaften. In seiner aktuellen Videobotschaft spricht der ukrainische Präsident von 30 befreiten Orten in der Region Kharkiv. Die Geländegewinne sind offenbar Ergebnis der ukrainischen Offensive gegen russische Truppen im Osten des Landes. Das russische Militär bestätigte die ukrainischen Angaben teilweise. CDU-Parteitag in Hannover beschließt Grundwertecharta. Das Dokument enthält Leitlinien für ein geplantes neues Grundsatzprogramm der Partei, das 10 Fachkommissionen bis Anfang 2024 erarbeiten sollen. Gestern hatte eine Mehrheit der Delegierten für die Einführung einer schrittweisen Frauenquote gestimmt. Der Parteitag geht am Nachmittag zu Ende. Warnung vor Stromausfällen. Der Städte- und Gemeindebund befürchtet angesichts der Gaskrise im Winter Blackouts. In der Welt am Sonntag warnt Verbandschef Landsberg etwa davor, dass alle 650.000 in diesem Jahr gekauften Heizlüfter gleichzeitig ans Netz gehen. Die Bevölkerung solle sich auf Krisensituationen vorbereiten. Und das Wetter, heute meist viele Wolken, nur zwischendurch Sonne und verbreitet Schauer, mitunter auch Gewitter oder kräftige Schauer. Im Nordosten etwas häufiger Sonnenschein, in der Südwesthälfte teilweise windig, bei Höchstwerten von 14 bis 22 Grad.